Hermann Wilhelm Göring, zweiter Mann des Dritten Reiches. Wortgewaltiger Machtmensch. Rücksichtsloser Ämtersammler. Präsident des Preußischen Staatsrats. Oberbefehlshaber der Luftwaffe. Reichsforst- und Reichsjägermeister. Präsident des Reichstags. Reichsmarschall des Großdeutschen Reiches. Angeklagter Nummer 1 im Nürnberger Prozess. Er war ein Mensch, zweifellos, hat mich immer an Cesare Borgia erinnert. An diese Menschen in der Renaissance, die vielleicht ein brillantes Gehirn, aber absolut kein Gewissen hatten. Er war doch sehr dick und hatte immer diese vielen schmückenden Orden. Und das belustigte einen natürlich, wenn man immer das Gefühl hatte, vielleicht wäre er auch gerne Schauspieler geworden. Für uns war er eben das Familienoberhaupt, nicht wahr? Und wenn wir irgendwelche Sorgen hatten, konnten wir damit auch zu ihm kommen, nicht? Aber wie gesagt, wenn man das einmal so bildlich ausdrücken darf, wir sind eigentlich immer stramm gestanden vor ihm. Für uns jungen Leutnante war er also das Ideal schlechthin. Alter Yachtflieger, Polymeritträger aus dem Ersten Weltkrieg. Nicht wahr? Damals haben wir noch verehrt, nicht wahr? Es wurde dann schnell anders. Nicht wahr? Blick zurück in das Leben eines Abenteurers. Schon die Kindheit verläuft in abenteuerlichen Bahnen. Die längste Zeit verbringt er in der Burg seines jüdischen Patenonkels Hermann von Epenstein, der Liebhaber von Görings Mutter. Der Sohn fühlt sich vernachlässigt. Flucht auf die Zinnen seiner Burg, in eine Traumwelt. Göring hasst die Schule und brennt öfter durch. Kommentar seiner Mutter: Hermann wird entweder ein großer Mann oder ein großer Krimineller. Eine preußische Kadettenanstalt soll den renitenten Dickkopf zur Raison bringen. Hier verwandelt er sich überraschend in einen strebsamen Offiziersanwärter. Die Trennung von der Familie scheint ihn zu erleichtern. Stolz trägt er seine erste Uniform. . 1911 besteht er das Fähnrich-Examen mit dem Prädikat vorzüglich. 2 Jahre später macht er Abitur, erhält das Offizierspatent, wird Leutnant eines Infanterieregiments. Hier die ersten bewegten Bilder des jungen Göring. Auf der Suche nach neuen Abenteuern. Die vermutet er eher in der Luft als am Boden. Kurz nach Kriegsbeginn meldet er sich bei der kaiserlichen Fliegertruppe, macht die Pilotenprüfung und greift 1916 erstmals in die Luftkämpfe ein. Sein mutiger Einsatz bringt ihm das Kommando über eine Jagdstaffel und den höchsten deutschen Orden für besondere Tapferkeit, Pour le Mérite. Noch 4 Monate vor Ende des Ersten Weltkriegs wird er Kommandeur des Richthofengeschwaders. Er ist Nachfolger des berühmtesten Jagdfliegers seiner Zeit. Von diesem Ruhm sollte er noch lange profitieren. Nach dem Krieg die Wirren einer neuen Zeit. Auch Göring gehört zu den verärgerten Soldaten, die sich verraten fühlen und den Vertrag von Versailles als Schmach empfinden. Auf jeden Fall will er weiter fliegen. Weil das in Deutschland nicht möglich ist, geht er nach Schweden, wo er deutsche Fallschirme verkauft und sich als Postflieger und Rundflugpilot durchschlägt. Ein solcher Einsatz führt ihn auf das Gut eines schwedischen Adligen. Ein neues Abenteuer. Er verliebt sich Hals über Kopf in die attraktive Karin von Kanzow.
Die 5 Jahre ältere Gräfin ist hingerissen vom forschen Charme des deutschen Fliegers. Getrieben von romantischer Schwärmerei verlässt sie Ehemann und Sohn und folgt dem Geliebten nach Deutschland, wo sie ein Jahr später heiraten. Hier häufen sich inzwischen die Proteste gegen Versailles. Göring sucht Kontakt zu Gleichgesinnten. Auf einer Kundgebung der NSDAP lernt er Adolf Hitler kennen. Ein Volk ist im Aufbruch begriffen. Und wir sind vom Schicksal gesegnet. Von Rede und Redner ist Göring gleichermaßen beeindruckt. Vom ersten Augenblick an, da ich ihn sah und hörte, war ich ihm verfallen mit Haut und Haar. Er tritt in die NSDAP ein und macht aus Hitlers verlotterter Sturmabteilung eine schlagkräftige Privatarmee. Als Chef dieser SA legt er sich die erste Fantasieuniform zu. Statt engeren Kontakt mit den eigenen Parteifreunden sucht er die Nähe unzufriedener Generäle und anderer nationalgesinnter Gruppen. Er will Hitler den Weg ebnen und fädelt einen Coup ein, der auf den Sturz der Regierung in Berlin zielt. Aber schon bei seinem Start in München ein jähes Ende findet. Unter den Schüssen der bayerischen Polizei stieben die Putschisten auseinander. Göring muss sich schwer verwundet absetzen, nach Österreich, mit Karin. Ein Haftbefehl ist gegen ihn erlassen worden. Die Schmerzen zwingen ihn, in Innsbruck ein Krankenhaus aufzusuchen. Er wird operiert und erhält täglich 2x Morphium. Beginn einer lebenslangen Verstrickung. Der inhaftierte Hitler bittet ihn, nach Italien zu fahren und Kontakt mit Mussolini aufzunehmen. Für die Görings ein Auftrag nach Maß. Hotel am Canale Grande. Der deutsche Besitzer sympathisiert mit den Nazis. Elegantes Ambiente, vollmundige Depeschen nach Rom. Doch Mussolini weist ihn ab. Noch ist Hitler für den Duce nicht kreditwürdig. Ein verlorenes Jahr in Italien. In Deutschland wird er vergessen. Rückzug nach Schweden. In der Hoffnung, dort von Karins Eltern unterstützt zu werden. In einer winzigen Wohnung in Stockholm kämpft Göring mit seiner Sucht. Das Geld für die tägliche Dosis fehlt. Er verliert die Kontrolle über sich, wird gewalttätig und muss schließlich in die Nervenheilanstalt für gefährlich Kranke eingeliefert werden. Hier kommen die Ärzte zu einer erschreckenden Analyse. Brutaler Hysteriker mit schwachem Charakter. Selbstmordgefährdet. Depressiv. Egozentriker. Judenhasser. Karins Eltern dulden diesen Schwiegersohn nur wegen ihrer schwer erkrankten Tochter. In Deutschland übt man Demokratie, auch deren Feinde, von links und rechts. Als Hindenburg Reichspräsident wird, schlägt für Göring die Stunde der Rückkehr. Hitler holt ihn nach anfänglichem Zögern zurück in die Parteispitze. Der hochdekorierte Weltkriegsheld kommt gerade recht, um die Berliner High Society für Hitler zu gewinnen. Endlich eine einflussreiche Position. Der Onkel war überzeugt davon, schon damals 1923, dass eben nur der Hitler die Rettung aus dieser katastrophalen Situation, in der sich Deutschland damals nach dem Ersten Weltkrieg befand, nur durch Hitler möglich ist. Und er hat ihm also sicherlich einen unwiderruflichen Treueeid auch im Innern geleistet. Und Hitler hat sicher erkannt, dass Göring eben einer der zuverlässigsten und erfolgreichsten Mitarbeiter ist, zumal er der Einzige oder einer der wenigen war, die zu allen Kreisen Zutritt hatten und auch ein Ansehen hatten.
Vom Kronprinzen bis zum Geldadel. Göring bittet zur Kasse. Zum Beispiel Krupp. Zum Beispiel Thyssen. Zum Beispiel Hjalmar Schacht. Sie alle machen Mittel frei für Hitlers Weg zur Macht. Auch Göring macht Karriere in Hitlers Windschatten. Als Abgeordneter des Reichstags und schließlich gar als dessen Präsident. Weimar demontiert sich selbst. Der Bock als Gärtner. Göring an der Macht, als Minister unter Hitler. Der schätzt ihn als eiskalten Helfer, der in Krisen die Nerven behält. Er arrangiert sich mit dem früheren Kanzler Papen. Er gewinnt den Pressezaren Hugenberg. Ein Bündnis gegen die marode Republik. Doch seinen eigentlichen Machthebel setzt Göring ganz woanders an. Als kommissarischer Innenminister Preußens nimmt er kein Blatt vor den Mund. Wusste ich, dass ich das schwerste Amt übernehmen musste, denn hier liegt der Schlüssel zur gesamten Machtposition. Ich werde mit eisernem Besen auskehren und alle diejenigen, die ausschließlich wegen ihrer roten oder schwarzen Gesinnung und zur Unterdrückung aller nationalen Bestrebungen in Amt und Würden sitzen, hinausfegen. Das sind keine hohen Phrasen. Den Brand des Reichstags nutzt Göring zu einer gnadenlosen Hetzjagd auf politische Gegner. Und die hatten alle diese schwarzen Listen. Und aufgrund dieser schwarzen Listen konnten dann auch schlagartig diese Leute verhaftet werden. Wir wurden nächtelang verhört, wie ich schon sagte, in den Keller gesperrt, ohne Essen gelassen. Nicht? Und da wurde man mit dem Kopf an die Wand geschlagen. Solche Dinge gab es ständig. Ich habe am schlimmsten empfunden, dass ich überhaupt eingesperrt war. Als junger Mensch mit 17 Jahren, der ich nie daran gedacht hätte, ein Illegaler zu sein. Oder Gewalt hält der Schöpfer der Gestapo für Patriotismus. Als die Revolution vor wenigen Monaten durch ganz Deutschland brauste, begann sie damit, dass sie das furchtbare System der Vergangenheit, das System des Parlamentarismus, des Pazifismus, vernichtete, zerstörte. Im preußischen Staatsrat schafft Göring die Mehrheitsentscheidung ab. Jenen anonymen Majoritätsbegriff, der die Feigheit der Zahl zum Herrn erhoben hat. Herr im Haus ist jetzt ein Mann, der zur Beseitigung Andersdenkender Lager einrichten lässt, die bald unter der Bezeichnung KZ weltweit Abscheu erregen. Hat eben dann einmal über die KZs geäußert, dass es nur eine Übergangslösung sein kann aufgrund der doch ziemlich damals im Jahr 33 turbulenten Verhältnisse im Reich und dass eben in Zukunft Menschen nur mit richterlichen und auf richterlichen Urteilsspruch ihrer Freiheit beraubt werden dürfen. Ein Versprechen, das nie eingelöst wird. Stattdessen arbeitet Göring wie besessen am Ausbau seiner Macht. Die Gründung eines Luftfahrtministeriums verschafft ihm einen neuen Posten und der deutschen Industrie eine Flut von neuen Aufträgen. Den Traum von einer deutschen Luftwaffe
verwirklicht er zunächst nur im Verborgenen. Sein Ziel ist eine eigenständige Fliegertruppe, wie sie sein Vorbild Balbo im faschistischen Italien schon hat. Ein weiteres Machtinstrument schafft sich Göring mit einer Abhörzentrale unter dem unverfänglichen Namen Forschungsamt. Das war selbstverständlich, dass wir eigentlich auf sämtlichen Telefonleitungen von den auswärtigen Botschaften saßen, die ja damals alle von Ost nach West, von West nach Ost über Berlin liefen, sodass das technisch gar keine Schwierigkeit war. Wir also sämtliche Gespräche von den Botschaftern abhören konnten. Kein Mensch wusste, was wir eigentlich taten. Es war also ganz harmlos. Wir waren eben eine Außenstelle vom Reichsluftfahrtministerium. Und die hört mit im ganzen Reich. Zum Beispiel dann, wenn der SA-Chef Röhm mit seinen Unterführern Ränke schmiedet. Aus Furcht vor einem Röhm-Putsch, den es niemals gab, inszenieren Göring und Hitler ein Massaker. In seiner Berliner Kadettenanstalt lässt Göring 43 angebliche Putschisten erschießen, während Hitler in Süddeutschland unter den Parteigenossen aufräumt. Der erste Massenmord des Dritten Reiches. Nur ein Vorspiel. Reichsbürger ist nur der Staatsangehörige deutschen oder artverwandten Blutes, der durch sein Verhalten beweist, dass er gewillt und geeignet ist, in Treue dem deutschen Volk und Reich zu dienen. Eheschließungen zwischen Juden und Staatsangehörigen deutschen oder artverwandten Blutes sind verboten. Im Beifall der Parteigenossen stirbt der letzte Rest an Menschlichkeit. Aber er hat betont, dass er kein Antisemit, höchstens ein Asemit ist. Er wollte also die Juden wohl aus dem Geschäfts- und Wirtschaftsleben ausschalten oder zurückdrängen, aber keineswegs also brutal gegen die Juden vorgehen. Er will sie systematisch ausplündern und tut es auch. Am Ende steht die Vollmacht für den Holocaust. SS-Führer Heydrich holt sich von Göring einen Blankoscheck für die planmäßige Vernichtung von Millionen Juden. Ein Schreibtischtäter, der bisweilen mit sich reden lässt. Er hat sehr viele Menschen bewahrt vor KZ und vor all diesen Dingen. Das weiß man. Und vor allen Dingen war Gründgens derjenige, der diese Dinge sehr forciert hat und gekämpft hat um seine Kollegen, um seine Schauspieler, die irgendwie vielleicht eine jüdische Frau hatten und so weiter. Und da war eben natürlich Herr Göring sehr großzügig. Das muss man sagen. Ich glaube, es hat keinen Nazi-Führer gegeben, der nicht behaupten konnte, dass er dem oder dem jüdischen Freund geholfen hatte. Das war so gang und gäbe. Noch verschließt die Welt die Augen. Viele Diplomaten schätzen den Umgang mit dem weltgewandten Göring. Der nutzt seine Jagdleidenschaft zu geheimen Gesprächen, in denen er seine eigenen Ziele verfolgt. Anders als Hitler denkt Göring an ein deutsches Wirtschaftsimperium, das vor allem nach Südosteuropa vorstößt. Erster Schritt, der Anschluss Österreichs. Göring prescht vor, wo Hitler zaudert. Hitlers triumphaler Einzug in sein Heimatland ist das Resultat von Görings eiskalter Erpressungstaktik. Doch des Triumphators nächster Plan, der Griff nach dem Sudetenland, scheint Göring zu riskant. In Geheimgesprächen mit den Westmächten versucht er, das Risiko zu mindern. Dem britischen Botschafter Henderson verspricht er die vier besten deutschen Hirsche, wenn Großbritannien sich in der Sudetenkrise ruhig verhält. Er will den Frieden, weil er zu viel zu verlieren hat. Doch im Sudetenland machen Hitlers Hilfstruppen mobil. Göring zieht alle Register. Raffiniert spannt er den Achsenpartner aus Italien ein. Er bittet ihn um Vermittlung und entwirft selbst einen Vertragstext, den Mussolini auf der Münchner Konferenz als eigenen Vorschlag präsentiert. Während Görings Einfluss im Zenit zu stehen scheint, wird hinter den Kulissen eines deutlich.
Er hat seinen direkten Kontakt zu Hitler verloren. Der Diktator setzt auf aggressive Expansion, sein Paladin auf Erpressung am Verhandlungstisch. Hitler will handeln, Göring verhandeln. Seine Freude über den friedlichen Ausgang der Krise wird von Hitler nicht geteilt. Mit Ribbentrop ernennt er einen Mann zum Außenminister, der mehr auf seinen Kriegskurs eingeschworen ist und Görings Einfluss zu begrenzen scheint. So weilt der zweitmächtigste Mann des Reiches in Sanremo, als deutsche Truppen in Prag einmarschieren. Der Kurgast ist hin und her gerissen zwischen seiner Treue zu Hitler, der nur noch Krieg im Sinn hat, und seinem Wunsch, den Frieden zu genießen. Göring ist klar, dass er nur zweiter Mann hinter Hitler bleiben kann, wenn er ihm bedingungslos die Treue hält. Obwohl er weiß, dass Polen als nächstes Kriegsziel feststeht. Doch insgeheim versucht er, diesen drohenden Konflikt noch abzuwenden. Über einen schwedischen Industriellen nimmt er Kontakt mit der britischen Regierung auf und erwägt, selbst nach London zu fliegen. Sein Forschungsamt hält ihn über die Verhandlungen zwischen Polen und den Westmächten stets auf dem Laufenden. Die ganzen Gespräche, es wurde alles mitgehört. Es wurde alles vorgetragen und dann wurden vielleicht auch falsche Schlüsse daraus gezogen, dass man immer wieder glaubte, England und Frankreich würden nicht eingreifen. Doch dieses Mal sind sie bereit einzugreifen. Und Göring beschwört Hitler: Wir wollen doch das Wabank spielen lassen. Darauf Hitler: Ich habe in meinem Leben immer Wabank gespielt. Damit waren die Weichen gestellt für die Fahrt in den Abgrund. Rückzug in die Schorfheide. Hier hatte er sich eine Residenz errichten lassen, die durch Prunk und Protz beeindrucken sollte. Karin Hall, benannt nach seiner ersten Frau. Der Hausherr liebt es wuchtig und pompös. Kontakt zur Industrie ermöglicht einen angemessenen Lebensstandard. Allein die Firma Riemzma zahlt ihm jährlich 1 Million Reichsmark. So ausgestattet frönt er einer weiteren Lust, der Jagd. Zum Zweiten habe ich Sie, meine Damen und Herren, eingeladen, heute einmal in die schönsten Teile der Schorfheide einen Blick werfen zu können, damit Sie gerade überzeugt werden, dass Berlin nicht nur eine Asphaltwüste ist, sondern dass es neben seinen schönen Parks auch in der nächsten Umgebung einzigartig schöne, herrlichste Naturgebiete besitzt. In diesem staatlichen Privatidyll ist Göring Platzhirsch als Reichsforst und Reichsjägermeister. Zu jedem Amt eine eigene Uniform. Der Machtmensch im Kostüm des Bohemiens. Ich bin nun mal ein Mensch der Renaissance. Ich liebe die Pracht. Zur Prachtentfaltung gehört auch die Selbstverliebtheit. Prachtkaleschen der Neuzeit. Sie animieren den Renaissance-Menschen zu überschäumender Lebensfreude. Zur Freude am Leben gehören auch die Frauen. Nach Karins Tod eine neue Ehefrau, die Schauspielerin Emmy Sonnemann. Die kirchliche Trauung verärgert die Parteidogmatiker. Aber mit Hitler als Trauzeugen wagt niemand offenen Protest. Die neue Gattin, auf Görings Wunsch mit hohe Frau anzureden, gibt dem opulenten Lebensstil in Karin Hall noch zusätzliche Impulse.
Bei den Görings geben sich die früheren Kollegen Emmys jetzt die Klinke in die Hand. Gustav Gründgens flirtet mit der Macht und wird zum Intendanten des Staatstheaters ernannt. Auftritt bei der UFA. Die Filmleute fühlen sich geschmeichelt. Doch es gibt auch andere Reaktionen. Und immer näher, immer näher. Und dass ich dann direkt ihm vis-à-vis stand, ihm die Hand gab und zu Tode erschrocken bin. Erstens einmal sah er plötzlich für mich ganz anders aus. Er hatte ein vollkommen für mich fremdes Gesicht. Ein Gesicht, was zerfloss in eine Breite, fast feminin, pastös, aufgeschwemmt. Und eigentlich gar nicht das, was ich bisher glaubte, ihn gesehen zu haben. Es war was ganz Neues, Erschreckendes. Also auf Wiedersehen. Ich würde mich schon freuen, wenn ich Sie alle dann im Film sehe. Und ich wünsche Ihnen allen einen recht guten Erfolg bei dem Film. Dankeschön. Der bescheidenste von Görings Wohnsitzen. Ein bayerischer Hof am Obersalzberg. Ja, mein Cäsar. Immer dabei, kommst du mich besuchen? Die Haustiere. Bogi, kommst du mich besuchen, ja? Komm. Sieht ordentlich satt geworden, Cäsar. Los, schön, spring. Hopp. Freie Fahrt für Hermanns Spieltrieb. Eisenbahnanlagen in jeder Residenz. Um angemessen aus der Wirklichkeit zu fliehen, eine Yacht, die Karin II. Vor den Augen der Nation spielt er den leutseligen Sonnenkönig. Sein Name wird zum Sinnbild eines maßlosen Personenkults. Hinter der Maske des lieben Onkels steckt ein skrupelloser Machtmensch. Einer, der die Prophezeiung seiner Mutter mehr als erfüllt hat. Großer Mann oder großer Krimineller. Er ist beides geworden. Und wollen diesem Führer unsere Dankbarkeit und unsere Zuneigung dadurch kundgeben, dass wir jetzt seiner gedenken und rufen, unser heiß geliebter Führer, Sieg, Heil! Und was hast du Schönes bekommen? Flieger! Na, wirst du auch ein Flieger werden? Was? Wenn du groß bist, was wirst du denn? Was wirst du? Ach, du bist ja Mädels. Der Kinderfreund erlebt 3 Jahre nach der Hochzeit eine Überraschung, als ihm Emmy eine Tochter schenkt, Edda. Ewiger Dank dem Adjutanten, juckt der Volksmund. Seit seiner Schussverletzung beim Hitlerputsch hatte sich der junge Vater für unfruchtbar gehalten. Taufpate, ein anderer lieber Onkel. Kinderfreunde und Waffenbrüder. Schon vor Jahren hatte Hitler seinen treuesten Paladin zum Nachfolger bestimmt und ihn damit gezwungen, seinem Wahn nach Lebensraum zu folgen. Bis in den Krieg. In der Luftwaffe schafft sich Göring dafür ein eigenes Machtinstrument. Mit dem früheren Chef der Lufthansa, Erhard Milch, holt er sich einen ehrgeizigen Organisator. Andere Führungskräfte sind nicht ganz so geeignet. Sie müssen ja sowieso sehen, dass fast die gesamte hohe Generalität der Luftwaffe keine fliegerischen Erfahrungen hatte. Da gab es die paar aus dem Ersten Weltkrieg, nicht wahr? Aber die saßen auf der Ebene der Divisionskommandeure, nicht wahr? Und hatten also auch nicht viel zu sagen. Und der ganze Stab, der ganze Luftwaffenstab war überwiegend mit Leuten besetzt, die also von der Jägerei schon gar keine Ahnung hatten, aber auch insgesamt wenig kaum fliegerische Erfahrung eben mitbrachten. Und da, mit deren Gedanken ist die Luftwaffe seinerzeit aufgebaut worden. Nach einem üblen Intrigenspiel werden die Oberbefehlshaber von Wehrmacht und Heer entlassen. Drahtzieher Göring hatte sich Chancen für die Nachfolger ausgerechnet. Doch Hitler übernimmt das Amt selbst und speist seinen machthungrigen Vasallen mit dem Titel Generalfeldmarschall ab. Der lässt sich nun in den Zwei-Fronten-Krieg hineinziehen, den er eigentlich verhindern wollte.
während seine Bomber Polen attackieren, besänftigt ihn sein Waffenbruder mit einem neuen Gunstbeweis. Sollte mir in diesem Kampf nun etwas zustoßen, dann ist mein erster Nachfolger Parteigenosse Göring. Trotzdem gesteht er nach der Sitzung einem Freund, es ist furchtbar. Hitler ist verrückt geworden. Und zwei Tage später? Wenn wir diesen Krieg verlieren, dann möge uns der Himmel gnädig sein. Bei einem Maschinenverhältnis von 20:1 hat Görings Waffe leichtes Spiel. Als einst in Versailles dem deutschen Volk diese herrliche Waffe genommen wurde, da ahnte man nicht, dass unter der Führung Adolf Hitlers diese Waffe neuer, stärker und mächtiger wieder entstehen würde. Nun stehen wir am Abschluss des ersten Geschehens dieses gewaltigen Kampfes. Und was die Luftwaffe in Polen versprochen hat, wird diese Luftwaffe in England und Frankreich halten. Säbelrasseln vor der Öffentlichkeit, Friedensfühler im Geheimen. Diesmal bietet er Roosevelt an, als Kanzler würde er Polen räumen und die Judenverfolgung einstellen. Der US-Präsident reagiert positiv und garantiert Deutschland die Grenzen von 1914 und die Rückgabe der Kolonien. Doch dann verlässt den Krieger der Mut. Statt gegen den Krieg im Westen zu protestieren, flieht er in seine Traumwelt und lässt einen monströsen Kommandozug zusammenstellen. Mit Salonwagen, Spezialwaggons für 8 Autos, eigener Krankenstation und einem Labor für Fotografen. 20 Eisenbahner gehören zur festen Besatzung. Bei der ersten Lagebesprechung fällt er durch äußerst lückenhaftes Wissen auf. Er protzt mit vollmundigen Versprechungen, obwohl die Luftwaffe noch längst nicht für einen solchen Feldzug gerüstet ist. In Dünkirchen erleidet Göring seine erste Schlappe, weil ein ganzes britisches Korps fast ungeschoren entkommen kann. Die versehentliche Bombardierung Rotterdams wird zum Fanal für einen mörderischen Luftkrieg. Doch im Freudenrausch des Sieges über Frankreich gehen solche Fehlleistungen unter. Göring preist Hitler als größten Feldherrn aller Zeiten und hofft insgeheim, dass dessen Angriffswut verraucht ist. Er setzt sich ab nach Paris. Im offenen Rolls-Royce durchstreift er die Stadt, auf der Suche nach Kostbarkeiten aller Art. Der Bon Vivant in ihm gerät in einen regelrechten Kaufrausch. Im Louvre wartet ein Überangebot an Meisterwerken auf den Sammler aus Karin Hall. Der gesamte Kunstbesitz der aus Paris vertriebenen Juden ist hier zusammengetragen. Und Göring sichert sich den ersten Zugriff. Ob Velázquez oder Cranach, Da Vinci oder Cézanne, was ihm gefällt, bekommt er. Schließlich erlässt er Anweisungen, die ihm europaweit den jüdischen Besitz in die Hände spielen. Auch in Brüssel und Amsterdam ist er auf interessante Objekte gestoßen, die er sich nicht entgehen lassen will. Insgesamt rafft er Kunstschätze im Wert von mehreren 100 Millionen Mark zusammen. Per Eisenbahn lässt er sie, oft auf Umwegen, nach Hause schaffen. Karin Hall wird zum Museum. Auf dem Speicher verschmelzen Wahn und Wirklichkeit zur Karikatur. Aus allen besetzten Gebieten rollen Züge mit geraubten Kunstschätzen nach Deutschland und finden auch die Bewunderung des Kunstmalers aus Braunau. Der hat einen neuen Posten für Göring erfunden. Der Reichsmarschall ist der ranghöchste Soldat Deutschlands. Luftangriff auf England. Hitlers Unentschlossenheit und Görings Unlust führen zu einem halbherzigen Unternehmen.
dass Görings Flieger völlig überfordert. London bleibt als Ziel zunächst ausgespart. Zunächst. Doch Churchill hält dagegen. Auch wenn Göring noch so viele Bomberstaffeln über den Kanal schickt. Der Traum von der Luftherrschaft zerplatzt unter den Granaten der britischen Abwehr. Bis Oktober 40 gehen 1700 Maschinen verloren. Der trügerische Ruhm der Luftwaffe ist ebenso verflogen wie der ihres Chefs. Hinzu kommt Streit in der Führung. Göring weigert sich, klare Prioritäten zu setzen. Der Chef der Jagdflieger am Kanal, Galland, fordert mehr Jäger. Die zerfahrene Diskussion über verschiedene Typen führt zu heilloser Verwirrung. Noch so verwegene Kampfeinsätze können die Überlegenheit der britischen Maschinen nicht wettmachen. Bei den Fliegern wächst die Unzufriedenheit. Als ich dann rauskam zur Front und die Schlacht von England über den Höhepunkt eigentlich weg war, da fing man an zu zweifeln, was ist denn los eigentlich mit unserer Führung. Aber wir haben es eigentlich nicht dem Göring angerechnet damals, sondern wir haben gesagt, dass die schlechte militärische Führung, die wir also haben, dass das also alles schiefgegangen ist. Denn die Schlacht von England war echt schiefgegangen. Aufmarsch der Sündenböcke. Hitler hatte Göring im Visier. Der gibt die Schuld an Udet weiter, seinen Produktionschef. Allzweckwaffe Milch soll Ordnung schaffen. Kein reiner Arier. Aber da Göring auf ihn angewiesen ist, erklärt er, der Jude ist, bestimme ich. Flucht vor Entscheidungen in die Fabelwelt der Kindheit. Während die Wehrmacht zum Unternehmen Barbarossa aufmarschiert, spielt der Chef der Luftwaffe mit Körben voller Edelsteine, isst pfundweise Bonbons und flüchtet sich in Krankheit. Da er Barbarossa nicht verhindern kann, verrät er den Angriffstermin über seinen schwedischen Kontaktmann an die Westmächte. Nach Kriegsbeginn besteigt er widerstrebend seinen Sonderzug und richtet eine Stunde von Hitlers Wolfsschanze entfernt sein Hauptquartier ein. Und auch hier Unmengen von Tabletten. Im Strudel der Sucht gerinnt die graue Wirklichkeit zu rosarotem Wahn. Doch immer wieder holt sie ihn ein. General Udet hat Selbstmord begangen. Das darf das Volk nicht erfahren. Die Begräbnisse häufen sich. Nach dem Absturz von General Mölders ernennt Göring den 29-jährigen Galland zu dessen Nachfolger als Chef der Jagdflieger. Trotz aller göringschen Beteuerungen dringen die Alliierten immer tiefer in den deutschen Luftraum ein. Greifen mit 1000 Bombern an, zum Beispiel Köln. Wir Opfer der Bombenangriffe sahen in Göring den Mann, der einen großen Teil der Verantwortung für dieses Desaster trug. Weil er vorher groß getönt hat, weil er nicht genügend vorbereitet hat, weil er sich überhaupt auf die Dinge eingelassen hat. Und auch als Stadt für Stadt in Trümmer sinkt, ist Göring nicht bereit, sich auf die Wahrheit einzulassen. Hitler wirft ihm die Bombenangriffe vor und Göring will beweisen, wie schlagkräftig die Luftwaffe noch ist. Die zerstrittenen Führungsoffiziere halten ihn nicht zurück. Generalstabschef Jeschonek, geplagt von Depressionen, unterstützt ihn bei dem Versprechen, eine ganze Armee, die in Stalingrad eingeschlossen ist, aus der Luft zu versorgen. So treibt der selbstgefällige Reichsmarschall Hunderttausende in eine tödliche Falle. Für uns war typisch, dass wir eine Aufgabe kriegten, die kein Mensch schaffen konnte. Man kann nicht eine Armee aus der Luft versorgen. 280.000 Soldaten warten bei Schnee und Eis auf Nachschub. Vergebens.
Zu wenige Maschinen fliegen Einsatz auf Einsatz. Ein hoffnungsloses Unterfangen. Die erste Begegnung, die wir hatten, wo also die Truppe dann auch sagen, ja, der muss ja irgendwie verrückt geworden sein. Das konnten wir also an den Frontfluchtplätzen sagen. Das durften wir hinten schon nicht sagen. Aber an den Frontfluchtplätzen wurde das gesagt, was auch war. Was war? Hunderttausende deutscher Soldaten wurden von den sowjetischen Siegern gefangen genommen, verhungerten, erfroren. Nach Stalingrad war es so, dass von den obersten Luftwaffenchef wenig oder gar nichts mehr zu hören war. Und wenn das Gespräch so in Kameradenkreisen kam, sagte er, der Dicke soll bloß die Schnauze halten. Doch erhielt sie nicht. Und jeder Deutsche, noch in 1000 Jahren, muss mit heiligen Schauern das Wort Stalingrad aussprechen und sich erinnern, dass dort Deutschland letzten Endes doch den Stempel zum Endsieg gesetzt hat. Der totale Wirklichkeitsverlust, auch an der Heimatfront. Da fing die Hoffnungslosigkeit ja auch an. So ein immer wieder Angriff und immer wieder Alarm, auch manchmal blinder Alarm. Aber wenn doch der blinde Alarm war, man hatte immer Angst und Herzklopfen. Nicht? Menschen sind furchtbar umgekommen da. Also da blieb ein wirklich nur noch Entsetzen. Das völlige Versagen der Luftwaffe lässt Hitler nun selbst eingreifen. Für ihn ist Göring gescheitert. Einige seiner Flieger geben sich noch immer Illusionen hin. Von da an bin ich dann nicht mehr in Russland eingesetzt gewesen, sondern hier in der Reichsverteidigung. Aber auch da waren wir immer noch der Ansicht, die Fehler, die also gemacht worden sind, die muss man der Führung insgesamt anlasten, aber nicht dem Göring persönlich. Mit der Invasion bricht die deutsche Luftverteidigung endgültig zusammen. Auch das Gerede von den Wunderwaffen erweist sich als Märchen. Um diesen Wahnsinn zu beenden, wagen deutsche Offiziere einen letzten verzweifelten Versuch. Der Sturz des Diktators scheitert. Der Reichsmarschall ist gleich zur Stelle. Mit dem liebedienerischen Vorschlag, auch die Wehrmacht müsse künftig mit gestrecktem Arm grüßen. Da gab es ein geflügeltes Wort unter den Wehrmachtsangehörigen, auch übrigens unter der SS, nicht allen, aber vielen, die sagten, so steht die Scheiße in Deutschland. Trost sucht der entmachtete Machtmensch bei seiner eigenen Division. Und Göring ging an uns vorbei und grüßte mit dem Marschallstab und sagte immer dieselbe Formel. Wo ich vorbei bin, kann gerührt werden. Den Satz hatte ich noch nie gehört. Er kam 1,5 Meter an mir vorbei. Ich sah in die Augen. Ich dachte, was ist denn mit dem los? Völlig glasige Augen. Ich habe erst später erfahren, dass er morphiumsüchtig ist. Dann ging er in die Mitte des Karrees, hatte immer noch eine gewaltige Stimme, muss ich sagen, und brüllte eine Rede heraus. Die hat mich auch entsetzt, muss ich sagen. Die war auf dem untersten Niveau der Vulgarität. Der sagte, Verräter, Marodeure, Arschlöcher und so weiter, die haben den Zusammenbruch der Ostfront verschuldet. Und haben ein Attentat auf den Führer gemacht. Und jetzt aber ist Klarheit geschaffen und ihr werdet jetzt den Russen in den Arsch treten. Doch die Russen kommen ihm zuvor. Bald tauchen auch sowjetische Bomber über der Reichshauptstadt auf, in der es nur noch wenige unzerstörte Ziele gibt. Woher nahm der Verantwortliche für dieses Elend den Mut, die geplagte Bevölkerung auch noch zu besuchen? Er, der einst großmäulig verkündet hatte, er wolle Meier heißen oder einen Besen fressen, wenn je ein feindlicher Bomber das Reichsgebiet erreiche, wurde jetzt natürlich mit Herr Meier oder Herr Besenmeier begrüßt. Manche nannten ihn auch Tengelmann, in jeder Stadt eine Niederlage. Letzte Versuche, eine Wende zu erzwingen.
der vielbejubelte Düsenjäger. Er kommt zu spät und wird falsch eingesetzt. Außerdem ist Treibstoff Mangelware. Der Oberbefehlshaber ist nur noch Zaungast eines unaufhaltsamen Debakels. Als Stalin-Orgeln die Schlussoffensive einheulen, lässt der fürsorgliche Familienvater Frau und Tochter nach Bayern bringen und seine Kunstschätze in einem Bergstollen verstecken. Gelder in Millionenhöhe hat er längst in der Schweiz deponiert. Der Geburtstag seines Führers zwingt ihn noch einmal zum Besuch im Bunker unter der zerstörten Reichskanzlei. Dann fährt er zurück nach Karinhall, sprengt den Herrensitz selbst in die Luft und setzt sich ab zum Obersalzberg. Von dort aus versucht er drei Tage später in völliger Verkennung seiner Lage doch noch die Hand nach der Krone auszustrecken. In einem Fernschreiben an Hitler schlägt er vor, die Nachfolge anzutreten. Falls bis 22 Uhr keine Antwort erfolgt, werde ich gemäß Ihres Erlasses zum Wohl von Volk und Vaterland handeln. Das fassen Hitler und die verbliebenen Vasallen als Ultimatum auf. Der treue Paladin als Putschist? Sofort wird er aus allen Ämtern entlassen. In einer seiner Burgen nehmen ihn SS-Männer in Schutzhaft. Von hier aus versucht er, Kontakt zu General Eisenhower aufzunehmen. Er entwirft in weitschweifigen Briefen umfangreiche Waffenstillstandsangebote und hofft auf ein Gespräch von Marschall zu Marschall. Die Antwort bleibt aus. Stattdessen wird Göring zu einem Treffen mit dem amerikanischen General Stack bestellt und höflich, aber bestimmt gefangen genommen. Sein Kommentar spricht Bände. Wenigstens 12 Jahre, anständig gelebt. Wenige Tage später entdecken GIs Görings Kunstschätze und trauen ihren Augen nicht. Stunde der Wahrheit. Hermann Görings Kunstsammlung, eine Räuberhöhle. Der zweite Mann des Dritten Reiches, live, das wollen die amerikanischen Journalisten erleben, mit anderen Bildern im Kopf. All dem will er nichts gewusst haben. Von Fett und Sucht befreit, spielt er beim Nürnberger Prozess das unschuldige Opfer böswilliger Sieger. Ein Meister der Täuschung. Sehr einfallsreich. Sehr eitel. Ungemein eitel. Sehr stolz auf sich selbst. Sehr selbstbewusst. I'm very proud of himself. Very self-confident. Noch einmal erhält Göring Gelegenheit, sein überzogenes Selbstbewusstsein zur Schau zu stellen. Sehr zum Ärger der Ankläger räumt das Gericht dem Dauerredner 58 Stunden Redezeit ein. Eine Tortur, auch für die Berichterstatter. Er versuchte noch den, sozusagen die Nummer 1, also den Reichsmarschall, auch gegenüber den anderen Angeklagten zu repräsentieren und dann diese feige Leugnen jeder
persönlichen Schuld für diese schlimmen Verbrechen, die in der Zeit begangen wurde, als er sich ja als die Nummer zwei hinter Hitler dünkte. Bevor ich die Frage des Gerichtshofes beantworte, ob ich mich schuldig oder nicht schuldig bekenne. Keine Reue, kein Bedauern, keine Einsicht. Auch jetzt noch sinnloses Beharren. Der Hammer des Vorsitzenden zwingt ihn zu einer kurzen Antwort. Schuldig oder nicht schuldig. Bekenne mich im Sinne der Anklage nicht schuldig. Wie er im Zeugenstand war, hat er seine Rolle sehr wirksam gespielt. Als Akteur, auf, wie er sich das vorgestellt hat, Akteur auf der Weltbühne. Ich habe nie mein Einverständnis zum Ausdruck gebracht, dass sich eine Rasse über die andere als Herrenrasse bezeichnet, sondern die Verschiedenheiten der Rassen betont. There was probably nothing in the Es gab wahrscheinlich nichts in der Nazi-Doktrin, an das Göring nicht geglaubt hätte. Er hat sich selbst einst als treuen Paladin des Führers bezeichnet. Und das bedeutete, an alle Prinzipien des Führers zu glauben, sie auszuführen und ihnen zu folgen. Der Gerichtshof sprach den Angeklagten Göring in allen vier Punkten der Anklageschrift schuldig und verurteilte ihn zum Tode durch den Strang. Nach dem Urteil noch einmal drei Briefe an seine Frau, den Gefängnispfarrer und den alliierten Kontrollrat. Erschießen hätte ich mich ohne weiteres lassen. Es ist aber nicht möglich, den deutschen Reichsmarschall durch den Strang zu richten. Ich wähle deshalb die Todesart des großen Hannibal. Anders als der große Hannibal bedient sich Göring einer Zyankali-Kapsel, die ihm ein amerikanischer Offizier und Jägerfreund zugespielt hat. Sterben muss jeder, aber als Märtyrer sterben macht unsterblich. Ihr werdet unsere Knochen einst in Marmorsärge legen. Görings Knochen wurden, wie die aller Hingerichteten, verbrannt und in einen Zufluss der Isar gestreut.